Morgen! 7.35 Uhr. Ja, voll selbstverliebt, ne? Die hatten ein Bild von sich selbst als Sperrbildschirm. Aber wenn es entsperrt ist. Moment, vielleicht gerade euch gezeigt. Ist die Kira da? Das soll nur bedeuten, das ist mein Handy. Ja, 7.35 Uhr. Ich bin sogar schon fertig gemacht. Bis auf Mascara, weil meine Augen wieder so extrem tränen. Das ist ganz furchtbar. Also die müssen immer erstmal morgens ausweinen, meine Augen, bevor ich da überhaupt was dran machen kann. Das ist der Grund, warum ich in letzter Zeit so wenig geschminkt bin, weil ich tränende Augen einfach habe. So heftig, ne? Also ich bin auf irgendwas, auf irgendwelche Pollen allergisch. Deshalb wisst ihr Bescheid. Da wollte zwar keiner wissen, aber du wisst Bescheid. Ja, heute ist der Tag der Tage. Unser neues Familienmitglied wird kommen. Jesus. Ach nee, ist er Kira. Nein, ihr seid ja alle schon da. Ja. Willst du auch guten Morgen sagen? Moin, moin. Ja, unser Kühlschrank kommt heute zwischen 8 und 14 Uhr. Naja. Oh, guck mal, so ist ja auch schön. Da sind wir alle drum. Wir haben's nicht weit. Also, wo wir die gekauft haben, die haben das nicht weit. Wir werden bestimmt die ersten Kunden sein. Mal gucken. Bestimmt. Ja, werden wir ja sehen. Auf jeden Fall haben gestern unsere, die zwei einzig lieben Nachbarn, die wir hier haben, ne? Ja. einmal Hectors Herrchen, ne? Ja. Und dein Best Buddy. Und den anderen jungen Mann, den ihr im letzten, nicht im letzten Vlog, aber in dem Grill-Vlog gesehen habt, der Darko. Die Bienen haben gestern unseren alten Kühlschrank runtergetragen und da konnte der die Nacht jetzt abtauen. Und Uwe war ja gerade unterwegs, hat was bei Aldi gekauft. Hast du mal das hier? Nee, das habe ich zeige nicht. Zeige euch nachher, weil wir für den Garten so Picknickgeschirr geholt haben, weil ich das einfach doof fand, immer unser Porzellangeschirr runterzuschleppen. Die jetzt kaputt und das war dann. Ne? Ja, die Teller haben wir ernst. Die neuen. Genau. Und wir haben das Teller geholt und naja, Handyauflader, ihr Döns. Werd mal gleich aufladen, dein Handy. Ja. Und so starten wir jetzt den Tag. Ne? Hier, Hashtag beschlagene Brille ist auch am Start. Ihr seht es. Ja. Und ich war ein bisschen shoppen bei Ulla Popkin. Ich brauchte unbedingt mal neue T-Shirts, aber es sind halt nur so Basic-T-Shirts. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, auch so ein Try-On-Haul zu sehen, was halt einfach nur Basic-Sachen sind. Ne? Ihr kennt hier meine T-Shirts. So was ist das. Einmal mit ein bisschen so V-Ausschnitt und runter als Ausschnitt und nichts Besonderes. Keine Ahnung, ob ihr Bock habt, das auch zu sehen. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob ich da mitfilmen soll beim Anprobieren oder nicht. Weil ich habe es online bestellt. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas für den Morgen? Wir wünschen euch einen schönen Tag. Ja. Mit ganz viel Sonne im Herzen. Klärchen ist bei uns aktiv schon. Ja. Ja klar, das ist ja logisch, ja, oder? Uns scheint da eh die Sonne aus dem Arsch. Ja. Kein Wunder, dass hier mal Sonne wenn ist. Wenn ich auch ein Gesicht auch auf dem Arsch und alle Ja. Na gut, also ich werde mal sehen, ob ich nachher die Kamera mit anmachen kann, wenn sie den hochschleppen. Also meine beschlagene Brille ist ja der Hammer, ja. Naja. Und ansonsten gucken wir mal, was heute noch so passiert und wann und wie wir die Cam anmachen. Ne? Vielleicht stückeln wir das auch wieder mit dem nächsten Tag. Mal sehen. Mal sehen. Lea. Immer noch kein Kühlschrank da. Das dort nicht. Wir sitzen so auf heißen Kohlen und möchten endlich unseren Kühlschrank haben. Ja, aber wenn die heute nicht kommen, bringen wir die Alten wieder nach oben. Der steht auf dem Hof, der ist richtig abgetaut. Den will ich nicht mehr. Ja, wir wollten euch gerade noch mal zeigen, was der Uwe eben bei Aldi geholt hat. Eine Sache kann ich euch nicht zeigen, die ich nämlich schon benutzt. Und zwar ein Aufladebon für Uwes Handy. Das ist also schon erledigt. Also, und zwar hat Aldi gerade im Angebot, ich habe euch das ja schon erzählt,
diese Picknickbox. Picknickset 22 teilig. Gibt es in blau, in lila und in so türkisgrün. Ja. Wir haben das blau. Und da sind halt drin 4 Teller, 4 Becher, 4 Gabeln, 4 Löffel, 4 Messer. Noch irgendwas? Und diese Box halt, ne? Ich werde das mal aufmachen. Ich finde das total praktisch irgendwie. Genau. Es ist Plaste, ja. Ne? Aber das geht halt darum, wenn wir unten im Keller. Wenn wir unten im Keller, was jetzt halt haben. Wir sind doch Kellerassel nur. Ja, wenn wir unten im Garten was dinieren wollen oder wenn wir grillen oder irgendwas, dass ich nicht immer mein Porzellanschirm mit runternehmen muss. Und Trinkbecher nehmen wir ja auch immer mit. Und dann haben wir da halt auch gleich 4 Stück neue wieder. Aber das ist schon nicht so lecker, aus Plastik ihr Schichten zu trinken. Naja, und das Besteck, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Da nehmen wir normales mit. In den meisten Fällen auf jeden Fall. Aber wenn man tatsächlich mal irgendwo außerhalb ist, ein Picknick machen möchte, ist das ja gar nicht verkehrt. Jetzt habe ich mir hier irgendwas drauf geschmiert. So. Schminke. Packen wir wieder ein. So, und so ist es halt verstaut und hast du schön alles beisammen und kannst es runtertragen. Genau. Das war immer das. Dann brauchten wir wieder Batterien, hat Aldi auch gerade wieder im Angebot. 2-mal haben wir mitgenommen. Das sind die AA. Das riecht hier nach AA, sag ich euch. Weil unten irgendwie das Rohr kaputt ist und jetzt, naja, verstopft ist. Der Keller steht, unter Wasser. Dann haben wir genommen Merci für zum Danke sagen, dass, ja, dass die Nachbarn uns den Kühlschrank runtergetragen haben. Aber ich habe den Uwe beauftragt, ja. Pack Merci ein. Und ja, jetzt hat er nur 1 eingepackt. Haben aber 2 Mann runtergetragen. Er sollte ja 2 holen. Naja, müssen wir also nochmal 1 holen. Aber Merci gibt es als Dankeschön, dass sie uns den Kühlschrank runtergetragen haben, weil ist ja ohne selbstverständlich. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Päckchen, 5 Päckchen Gelenkfit für Kira mitgenommen. Und zwar sind das die Kau-Sticks, die in so gefüllt sind. Die kriegt sie einen morgens und den liebt sie. Also die mag sie einfach gerne. Dann hat der Uwe sich eingepackt von Biscotto Original Karamellgebäck. Die haben, wer hat mir da drin geschmissen? Tja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Da habe ich gar nicht. Oh, ja, wenn es schmeckt, der Uwe muss ja jetzt auch nicht das machen, was ich mache. Ne? Dann haben wir wieder mitgenommen Kaffee, Bohnen und zwar Espresso 100% Arabica. Ach, sind die, die wir immer nehmen. Finde ich sau lecker. Und ein Toastbrot. Das gesunde Brot hat der Uwe wieder mitgenommen. Ja, meine Lieben, das war jetzt erstmal das, was wir euch zeigen wollten, was es bei Aldi gibt. Wenn ihr also auch Batterien wollt oder halt dieses Picknick-Set, dann solltet ihr losstiefeln und das holen. Weil, obwohl. Das Video gibt es ja erst am Mittwoch. Wir haben heute Montag. Aber mit Glück gibt es denn das vielleicht noch. Keine Ahnung. Und dann ist es ja auch noch Aldi Nord. Muss ich ja auch noch dazu sagen. Ich habe keine Ahnung, ob die sich inzwischen zusammengeschmissen haben oder nicht. Süd und Nord. Ja, einfach mal gucken. Genau. Das war jetzt das, was wir bei Aldi geholt haben. Es hat gerade geklingelt. Der Kühlschrank kommt. Yeah. Ich freue mich. Kühlschrank kommt. Kira, Kühlschrank kommt. Kühlschrank.
Schränke, Männer. Tschüss, Kühlschrank. Ja, oder? Wie denn auf? Ja, Maus. Ah, das geht da richtig auf. Oh mein Gott. Leute, guckt euch das Riesenteil an. Bäm. Schon mal drin? Ja. Bäm, ey. Ist hier. Er sagt das auch schön, ne? Ja. Der muss ja noch irgendwo zugeklickt sein. Ja, Leute. Das ist unser Kühlschrank. Mach mal zu, Wimmer. Ich glaube, man kann den gar nicht so. Und der Uwe steht auch immer noch davor. Ja, riesig. Danke, Schatz, du kannst wiederkommen. Wir müssen jetzt nur noch ein Stück wieder da ranschieben. Da. Ja, und dann haben wir morgen einen betriebsbereiten Kühlschrank. Was sagst du jetzt dazu? Kann ich noch nicht fassen. Der ist größer als unser, Alter. Ja, noch viel größer. Ja, höher Alter. Vor allen Dingen. Die haben den hochgewuchtet, die armen Männer. Das hat mir schon richtig leid getan. Ja, das ist, ich glaube, das ist auch zu hören auf dem Video. Ja. Und der sagte, dieser Kühlschrank wiegt 120 Kilo und den schleppt man Treppen hoch. Und das ist jetzt hier auch kein weiter Treppenhaus. Also nee. Das ist schon ein bisschen enger. Wenn der mal runter muss, dann ist er nicht so einfach wie unser alter Bauknecht, den wir hatten, ne? Ja, also ich freue mich, dass endlich der Kühlschrank da ist und ausgetauscht ist und dass das endlich ein Ende hat mit diesem ganzen Einfrieren im Kühlschrank. Ne? Der Kühlschrank hat gefroren und das Gemüsefach, das war immer voller Eis und was meistens hinten rechts in der Ecke stand, war dann auch gefroren. Und wenn wir unten Wasserflaschen auf der unteren Ablagefläche hatten, waren die auch gefroren. Also, ja. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich eine Menge Strom sparen, ne? Ja, offenbar. Ja. Ich freue mich. Also, die Investition hat sich wirklich hoffentlich gelohnt, ne? So, meine Lieben, der Kühlschrank ist schon wieder fast eingerichtet. Aber ist natürlich noch nicht an und alles, was wir hier in der Kühltasche haben, ist auch noch in der Kühltasche. Aber vorbereitet ist er schon mal. Und ich finde einfach nur endgeil, das Ding. Ne, Schatz, was sagst du dazu? Ja, wir essen jetzt. Ich will euch gerne zeigen, was ich heute zum Fastenbrechen esse. Tada! Kann man das erkennen? Es ist noch Suppe da. Wer hat noch nicht? Was ist das für eine Suppe, Schatz? Graupensuppe ist noch da. Graupensuppe! Ja, ihr könnt euch in absehbarer Zeit über das Rezept freuen. Aber ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden. Jetzt erstmal guten Hunger. Guten Hunger, mein Schatz. Wünsche ich dir auch. Lass dir jetzt schmecken. Also, das riecht sehr gut, ne? So wie es riecht, so schmeckt es doch. Dein Gesichtsausdruck sauber und anders aus. Ja, ein bisschen schwer. Aha. Na gut. Ein bisschen zu schwer geworden. So, ich will jetzt auch essen. Der Moment ist gekommen. Stöpsel rein. Habt ihr das gehört? Ah! Oh, Blaulicht. Hier, Schatz. Ach, zeig doch mal. Sieht das nicht geil aus?
Wahnsinn. Und dauert nicht lange, wird er gefüllt. Wird er voll gemacht. So, Sesam, schließe dich. Zack, von alleine. Yay! Ja, was soll ich euch sagen? Es ist ein neuer Tag. Gestern kam unser Kühlschrank. Ein Traum, Wahnsinn. Hat da alles so hinpasst. Und der alte Kühlschrank, der hat ja nun ausgedient. 10 Jahre. Wir haben gestern nochmal geguckt auf die Rechnung. Also mit dem Kaufvertrag 10 Jahre, der alten. Aber nun muss ich zu sagen, der war fast von Anfang an, war der schon kaputt. Hat der ja nicht mehr richtig gekühlt und da ist nichts mit dieser Werbung. Braucht nicht recht, was die Frauen wünschen. Der taut da nicht hin. Das ist ein verkehrter Wunsch gewesen, was die Frauen wünschen. Ja, wie gesagt, der Kühlschrank, eine Wucht. Das ist ein Traum, der Ding. Wir haben gestern da, waren das um 12? 12, glaube ich. Nee, 1, kurz vor 1 kamen die, glaube ich, ja. Und haben dann 2 Männchen, die haben den hochgewuchtet. 100 und noch was. Wie stark, ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube 110 war das. Das ist ein ganz schöner Klopper. Aber was soll's. Wir haben jetzt einen vernünftigen Kühlschrank. Und jetzt können wir einkaufen. Und richtig mal bunkern. Schön Platz ist das. Hat schön Platz da drin. Kriegt allerhand drin. Kann man nur weiterempfehlen. Aber nimmt Platz weg, wa? Der ist 70 breit. Er nimmt schön Platz weg. Das sieht da aus, wenn er hinkommt in die Küche und man guckt da hin, sieht aus wie ein Tresor. Fehlt bloß nach vorne das Rad. Alle Ratte in der Mitte, dafür oben die Skala. Wo da ja gesehen. Drehen natürlich mit Madame Kira. Zeigt sie euch mal sehen, ob sie sich zeigen lässt. Wo ist sie denn? Ach, da ist er. Sie ist so beschäftigt mit ihr Suchen und Schnüffeln. Sie hat keine Zeit für mich. Ja, da ist ein anderer Geruch dran. Und wer weiß, wer das war. Na geh. Ja, Hector und so haben wir nicht mehr getroffen. Das ist schon zu spät für Hector. Herrchen muss arbeiten und da wurdet immer eine schnelle Runde. Aber die Kira lässt sich ja Zeit da. Die genießt. Ja, das war eben der Hausmeister, wo wir mal hier langlaufen. Aber interessiert er keinen. Man muss sich mit Leuten, die mit sowas zu tun haben, immer gut stehen. Falls mal was ist, kann man immer zu denen gehen. Ja, das Schneckchen von Kira, komm. Das ist nicht ein schönes Wetter wieder geworden. Aber soll ja Wochenende soll es ja wieder regnen. Ja, soll's. Die Natur braucht das auch. Und ich spare mir das Gießen. Ja, wie gesagt, kann mich nicht berühren. Der Kühlschrank. Wahnsinn. Ein Traum, das Ding. Das ist irre. Jetzt sind wir im Garten wieder. Hofgarten, so. Habt ihr gesehen, wie ich gerade diesen gesät habe, oder? Und da ist schon der erste Erfolg. Wie kommt schon? Radieschen. So, dann werde ich nämlich so langsam anfangen, schätze mal eine Woche noch,
zu pikieren, auseinandernehmen. Und die großen, die ersten Radieschen, die werden immer größer, mal sehen, ob sie auch richtig kräftig werden. Und die Bohnen sind schon zu sehen. Das sind die Bohnen, die kommen auch. Na wunderbar. Aber mit unseren Tomaten, da haben wir kein Glück. Na gut. Gut, nächstes Jahr zum Frühjahr. Ich hab gesagt, ich brauche nur kleine Gewächshäuser. Und dann wird das rechtzeitig oben angesetzt. So, dann weg noch schnell Rasen mähen. Die Kira passt auf. Muss mich auch vorher umziehen. Und dann unsere Rosen, sind die nicht, sind nicht steig aus. Ja, richtig schön aufwärmen. Aber leider sind sie krank. Und das ist der große, der kleine Strauß und die großen sind auch wieder aufwärmen. Stark aus. Rex, passt auch auf, dass keiner in den Garten hier rinkommt. Und die Kira passt auch.